So, wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu gewohnter Stunde heute bei warmem Wetter und der ein oder andere würde vielleicht jetzt lieber am See sitzen oder im Wasser sein. Aber auch dort kann man ja vielleicht unserer heutigen Diskussion folgen bzw. sich auch beteiligen. Der Hinweis, ehe ich gleich meine Gäste vorstelle, dass wir und ihr die Möglichkeit habt, sich wieder an dem Gespräch über die Chat-Funktion entsprechend zu beteiligen. Thema unseres heutigen späten Nachmittages, frühen Abends, Klimaschutz in Sachsen. Brauchen wir ein neues oder brauchen wir das Klimaschutzgesetz? Dazu begrüße ich recht herzlich aus dem Sächsischen Landtag den Landtagsabgeordneten und Fachsprecher der Fraktion und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Marco Böhme. Herzlich willkommen. Den Bürgermeister für Umwelt, Ordnung, Klima und Sport, Heiko Rosenthal. Heiko, herzlich willkommen. Hallo. Und last but not least, Nina Treue vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, aber logischerweise auch in ihrer Funktion als Direktkandidatin für die Bundestagswahl jetzt im Herbst im Leipziger Norden hier bei uns. Hallo, Nina. Hallo. Und ich will auch gleich einsteigen. Und zwar ist ja die Erarbeitung und Einbringung des Klimaschutzgesetzes durch unsere Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag geschehen. Und daher würde ich auch gleich Marco mit meiner ersten Frage an dich starten. Was ist das Klimaschutzgesetz? Erstens, was beinhaltet das und warum wird es benötigt? Und warum sind denn die Grünen nicht auf genau diese Idee gekommen? Ja, warum es benötigt wird, damit würde ich gleich mal anfangen. Also klipp und klar, Sachsen hat kein eigenes Klimaschutzgesetz im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern oder auch der Bundesrepublik oder auch Europaebene. Also Sachsen steht hier wieder ganz nackt und alleine da. Es gibt in Sachsen nur ein Energie- und Klimaprogramm. Das letzte ist von 2012 gewesen. Das wurde jetzt vor 2 Wochen von der Kenia-Koalition erneuert. Ich glaube, daran haben die Grünen auch mitgearbeitet oder hatten da ihre Priorität drauf. Rausgekommen in diesem Klimaprogramm ist aber eben erstens, es ist keine Landtagsentscheidung gewesen, sondern ein reines Regierungsprogramm. Zweitens, es ist kein Gesetz. Und drittens stehen da halt auch Dinge drin, die widersprüchlich sind. Es sollen erneuerbare Energien ausgebaut werden mit 4 Terawattstunden bis zum Ende der Legislatur, aber gleichzeitig auch ganz viele erneuerbare Energien nicht gebaut werden, zum Beispiel Windräder, also 1000 Meter Abstände und andere Hürden sind da drinnen formuliert. Das scheint mir ein sehr krasser Kompromiss zu sein zwischen dem Regionalministerium, CDU, dem Wirtschaftsministerium, SPD und dem Energieministerium, Grüne. Das heißt, da gibt es innerhalb der Koalition, innerhalb des Kabinetts sehr viel Stress. Und eben dieses Gesetz oder dieses Programm wurde überhaupt nirgends ohne die parlamentarische Beteiligung, damit auch ohne öffentliche Beteiligung zusammengestellt. Und wir finden, so kann das nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass irgendwie einzelne Minister dann machen können, was sie wollen, das Programm also so oder so auslegen, sondern wir finden, es braucht ein Gesetz, was verbindliche Ziele festschreibt, wo auch eben ein Parlament beteiligt ist und auch Öffentlichkeit. Und dann könnte man ja trotzdem fragen, warum brauchen Länder überhaupt regionale Klimaschutzgesetze oder regionale Klimaprogramme? Es reicht schon, wenn der Bund ein Klimagesetz macht. Darauf würde ich antworten. Erstens, der Bund hat es ja gerade auch nicht hinbekommen. Also da ist ja vor einem Monat ungefähr das Bundesverfassungsgericht eingeschritten, was gesagt hat, das, was ihr da aufgeschrieben habt, das ist nicht generationengerecht, weil das heißt am Ende, dass die Klimaschutzziele viel zu spät erreicht werden. Dieses Bundesklimaschutzgesetz ist ungültig und das musste ja jetzt novelliert werden. Das ist die eine Antwort. Und die zweite Antwort, warum Sachsen trotzdem ein eigenes braucht, ist, weil Sachsen ja als Land auch für eigene Dinge zuständig ist, wo der Bund vielleicht es schwerer hat zu regeln, zum Beispiel beim Thema Kommunen. Also der Freistaat Sachsen regelt ja ganz viel, wie die Kommunen sich zum Beispiel in Sachsen aufzustellen haben, wie sie finanziert werden, wie sie vielleicht auch bestimmte Konzepte erarbeiten müssen. Klimaschutzkonzepte könnte da jetzt ein Punkt sein. Da ist also das Land viel näher dran und viel stärker eingebunden. Auch das ganze Thema Strukturwandel ist eine Landesaufgabe oder auch Verkehr und Bildung, was ja am Ende auch mit Klimaschutz in Verbindung zu bringen ist. Und deswegen finden wir, ist es nötig, ein Klimaschutzgesetz, was alle Sektoren umfasst. Und das haben wir geschrieben, 60 Seiten lang. Letztes Jahr im Dezember wurde es im Landtag eingebracht von mir. Diesen Juli, also in einem Monat, wird es dann im Landtag abgestimmt. Und wir denken, dass es nötig ist, so ein Klimaschutzgesetz auch jetzt auch zu beschließen in Sachsen. Danke, Marco, für den Einstieg. Klimaschutz im Allgemeinen ist ja nicht erst seit Fridays for Future in aller Munde und auch in weiten Teilen der Bevölkerung durchaus ein Thema.
würde da zunächst Nina an dich die Frage stellen, was beinhaltet denn das Schlagwort oder vielleicht ist es auch mehr als ein Schlagwort Klimaschutz für dich konkret und was assoziierst du persönlich damit? Ja, auch hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ich denke, wenn wir über Klimawandel und Klimaschutz sprechen, ist es ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, warum haben wir denn einen Klimawandel? Also was führt gerade zu diesem menschengemachten Klimawandel? Und der Zuwachs an CO2-Emissionen, auch anderen Treibhausgasen, ist ja ganz eng verbunden mit der Industrialisierung, also mit ökonomischen Aktivitäten, die auf dem Verbrennen von fossilen Rohstoffen beruhen. Also weil wir so viel Öl und Kohle und auch Gas in die Luft verbrauchen, um Industrie zum Laufen zu bringen. Deswegen haben wir einen Klimawandel. Und deswegen ist natürlich auch ganz wichtig, die Frage zu stellen, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, müssten wir dann nicht an diesen Ursachen auch ansetzen und darüber sprechen, wie wir die Wirtschaft verändern. Und das haben inzwischen sehr viele begriffen. Es hat ja sehr, sehr lange gedauert, dass der Klimawandel überhaupt anerkannt wird. Und dann hat es sehr lange gedauert, anzuerkennen, dass es eben um einen Wandel der Wirtschaft geht. Die Industriesektoren waren ja die ersten, die angegangen wurden. Aber da wurde immer gesagt, ja, wir reduzieren hier ein bisschen, ohne über die Strukturen nachzudenken. Es geht natürlich auch ganz wichtig um andere Sektoren, also dass zum Beispiel der landwirtschaftliche Sektor oder der Verkehrssektor jetzt mehr in Blick genommen wird, ist ja auch eine Entwicklung der letzten Jahre erst. Und dabei ist halt zu benennen, dass wir aktuell in einem wirtschaftlichen System leben, also Kapitalismus, muss ich euch wahrscheinlich nicht viel dazu erzählen, der profit- und wachstumsgetrieben ist. Und da ist ja das Interesse auch eigentlich, ist Profit zu generieren, dass auch das, was die Linke immer benennt, dass damit halt Reiche mehr verdienen, aber damit keine soziale Gerechtigkeit hergestellt wird. Das ist ein Problem. Also wir richten eine Wirtschaft nicht an menschlichen Bedürfnissen an, sondern an Profiten. Und das andere Problem ist, dass wir eine Wirtschaft haben, die nur mit Wachstum funktioniert. Also der Kapitalismus, der muss entweder wachsen oder schrumpfen. Dann sind wir gleich in der Rezession. Und daher müssen wir angehen, die Frage, wie kann eine Wirtschaft funktionieren, die ohne Wachstum auskommt, weil sonst kriegen wir den Klimawandel nicht in den Griff. Und das heißt jetzt ganz konkret gesprochen, dass wir eben nicht nur sagen können, ja, wir bauen die Erneuerbaren aus, sondern eben auch, wir bauen fossile Energien rück und wir reduzieren das Maß an Energieinput, das wir brauchen. Das heißt eben auch, wenn wir jetzt eine Verkehrswende haben wollen, dann geht es nicht nur, dass wir unseren Individualverkehr von Autos, die jetzt einen Verbrenner haben, auf Elektromotoren umstellen, sondern wir müssen uns überhaupt überlegen, wie kann eine Mobilität funktionieren, die Leute gut von A nach B bringt und auch eine gerechte Gesellschaft herstellt, wo alle ein gewisses Maß an Mobilität haben, das aber mit weniger CO2-Emissionen auskommt. Und genau daran müssen wir ansetzen. Und das Traurige ist einfach, dass diese Konzepte auch noch gar nicht vorliegen. Also es gibt sozusagen immer sektorale Ansätze. Die einen sagen, ja, im Agrarbereich das, im Verkehrsbereich das. Aber sozusagen ein umfassendes Konzept, wie Deutschland als Industrieland umgebaut werden kann, so ein sozial-ökologischer Umbau, da muss auch die Linke noch dazu beitragen, dass solche Konzepte entwickelt werden. Ich will die gleiche Frage, Heiko, auch an dich stellen, was für dich das Schlagwort Klimaschutz konkret beinhaltet und was du mit dem Wort persönlich assoziierst. Also ich mache das mal kurz. 30 Jahre komplett verschlafen, das assoziiere ich beim Klimaschutz. Und es wird unseren Lebenswandel komplett verändern. Und das ist aber keine Drohung, sondern das ist ein Mehrwert für uns alle, weil es bedeutet Entschleunigung, es bedeutet weniger Konsum. Das hat auch was Positives, wenn man sich einfach damit mal oder auf diesen Punkt einlässt. Und es, glaube ich, kann auch zu mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft führen. Nina, du hast ja gerade das kapitalistische System angesprochen, was wir wahrscheinlich zumindest in den nächsten 1-2 Jahren noch nicht ganz überwunden haben werden. Von daher an dich die nächste Frage, Klimaschutz und Ökonomie. Wie lässt sich das gegebenenfalls klug verbinden oder überhaupt verbinden? Oder vielleicht kann man es auch andersrum fragen, geht Klimaschutz vielleicht überhaupt nur mit einem völlig veränderten Wirtschaftssystem und wie müsste das dann aussehen? Ja, ich bin ja gerade von der persönlichen Frage gleich zu dieser gesprungen. Ne? Also was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die globalen CO2-Emissionen halt historisch sehr, sehr ungleich verteilt sind und dass es ja auch eine globale, sehr große Ungerechtigkeit gibt, also Menschen in Armut und Hunger jetzt schon leben und wir in Deutschland insgesamt in sehr großem Wohlstand und dass der Klimawandel das aber noch verschärfen wird. Also wenn ich über das Wirtschaftssystem spreche, geht es ja nicht nur darum, wie können wir in Deutschland umbauen, dass wir einfach zukunftsfähig sind, sondern auch, wie können wir dazu beitragen, dass wir globale Gerechtigkeit herstellen. Und das hieße eben ganz stark,
die Wirtschaft so umzubauen, dass sie hier sehr schnell CO2-neutral wird und dann eben, also CO2-neutral ist ein bisschen schwieriger Begriff, weil der auch manchmal so benutzt wird, dass wir nicht versuchen, die Emissionen zu reduzieren und nicht so in dem starken Maße, sondern eben versuchen, verrückte Lösungen zu finden, was wir mit den Emissionen tun. Also wird dann zum Beispiel so gedacht, wir könnten das CO2 unter der Erde bunkern oder solche ähnlichen Dinge, also ganz große technologische Lösungen. Also es geht natürlich um die Frage, wie können wir es reduzieren, sehr schnell und damit auch die Möglichkeit geben, dass mit dem verbleibenden CO2-Budget, was wir weltweit noch haben, andere Staaten eher sich entwickeln können und eben eine gute Infrastruktur aufbauen, auch sagen noch eine Entwicklung, die sie wollen, herstellen. Und was dabei total wichtig ist, ist, glaube ich, dieser Umbau der Wirtschaft ist jetzt in allem Munde. Und ich hatte gerade schon das Beispiel von der Verkehrswende angesprochen. Die Frage ist immer, was steckt da genau dahinter? Und ich habe sehr stark die Sorge, dass in den nächsten Jahren diese Diskussion um eine ökologische Modernisierung einfach so aussehen wird, dass wir das, was wir haben, so ein bisschen versuchen, grün anzustreichen und das war's dann. Also wir haben dann ganz viele Autos weiterhin, aber noch immer keinen ÖPNV auf dem Land. Oder wir steigen irgendwie aus der Braunkohle aus, nehmen aber Gaskraftwerke und haben uns überhaupt nicht darum gekümmert, was mit den Beschäftigten passiert ist. Oder wir nehmen gar nicht in Blick, wie viele technische Geräte wir eigentlich brauchen, sondern machen weiter damit, dass wir ständig neue technische Geräte brauchen, weil da eingeplant ist, dass sie kaputt gehen. Also ich glaube, wir müssen sagen, auf die Grundstruktur gucken und sagen, wie können wir das schaffen, dass wir nicht immer mehr produzieren, immer mehr konsumieren, sondern wie können wir mehr Produkte bereitstellen, die das, also die Grundbedürfnisse der Menschen befriedigen und das eben nicht nur in Deutschland. Danke, Nina. Heiko, wir haben ja gerade von Marco die Einführung zum linken Klimaschutzgesetz gehört, das zunächst auf Länderebene ja auf den Weg gebracht werden soll. Nun bist du ja Kommunalvertreter schon seit vielen Jahren auch für diesen Bereich. Was kann, muss und sollte Kommune konkret tun, ihrerseits tun? Und vielleicht kannst du auch einzelne Beispiele aus deiner täglichen Arbeit aus Leipzig berichten. Ja, gern. Wir haben in der Stadt Leipzig ein Energie- und Klimaschutzprogramm. Wir haben 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Wir haben ein Sofortmaßnahmenprogramm mit 24 Maßnahmen für 2021 und 2022 beschlossen. Wir sind aktiv in der Umsetzung dieses Maßnahmenprogramms. Wir haben zum Beispiel heute den European Energy Award in Gold, das Re-Audit durchgeführt, um auch die Maßnahmen, die wir schon in der Vergangenheit aufgenommen haben, auch abzurechnen und zu schauen, wo stehen wir heute. Also viele Themen, nicht nur konzeptionell, sondern auch Maßnahmen begleitet, die uns beim Klimaschutz und der eigenen CO2-Bilanz in Leipzig voranbringen sollen. Aber ich will auch deutlich machen, dass wir da noch sehr viele dicke Bretter bohren müssen, dass wir an dieser Stelle durchaus auch mit den eigenen Klimaaktivitäten noch nicht so zufrieden sein können, wie das möglicherweise man auch sein könnte, wenn man einfach sich auch mal mit anderen Städten vergleicht. Also der Auditor heute hat uns klar ins Stammbuch geschrieben, dass sich Leipzig überhaupt nicht im nationalen Maßstab mit den Aktivitäten verstecken muss. Aber jetzt kommen wir wieder an die Bundesebene oder Landesebene. Die Bundesebene kriegt eben auch klar ins Stammbuch geschrieben, dass das nicht ausreicht und dass das nicht generationengerecht ist. Und insofern ist das dann auch wieder eine kommunale Thematik, wo wir auch unseren eigenen Beitrag leisten müssen. Und insofern werden wir in diesem Jahr dort auch nochmal ein fortgeschriebenes Energie- und Klimaschutzprogramm vorlegen, mit ganz klaren Zielmarken auch zur Klimaneutralität, zur klimaneutralen Stadtverwaltung oder eben zur klimaneutralen Energie- und Wärmewende in der Stadt Leipzig. Und das ist aber etwas, was ich dann auch in der Diskussion auch mit den vielen Initiativen, Vereinen, Verbänden, aber auch mit Landes- und Bundespolitikern auch immer wieder klar zurückgeben muss. Wir sind nur so gut auf der kommunalen Ebene, wie uns die gesetzlichen Möglichkeiten auch, ich sage das mal so deutlich, Restriktionen ermöglichen und gleichzeitig kommunale Finanzen auch so ausgestattet sind, dass wir auch in den Investitionen höchste Standards an den Tag legen können, Förderungen ausreichen können für den Wechsel gegenüber Eigentümern oder eben auch zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr derart ausfinanzieren können, dass eben solche Diskussionen wie Qualität, Ticketpreise nicht ausschließlich
sei es mal, auf dem kommunalen Haushalt liegen, sondern wir dort tatsächlich mit einer ausreichenden Ausfinanzierung auch solche Themen angehen können. Und da sind Bund und Land gefordert. Und um auf Marco nochmal einzugehen, auf das Energie- und Klimaschutzprogramm des Landes. Es ist ja doch widersinnig, wenn in der Landesentwicklungsplanung zum Thema Windkraft die größten Restriktionen an den Tag gelegt werden, sodass es in Leipzig im Grunde genommen keine Windkraft geben kann. Gleichzeitig wir aber eine CO2-Neutralität anstreben und den Ausbau der Erneuerbaren forcieren wollen. Das ist das Gleiche, wenn ich die Flächenbelegung bei Photovoltaik und Solarthermie in der Fläche mir anschaue. Also da gibt es einfach viele Diskrepanzen und da müssen wir auch gemeinsam, ich sage das auch deutlich, gemeinsam auch auf Landesebene, auf sächsischer Ebene besser werden. Da, Marco, bist du ja schon direkt angesprochen. Heiko hat jetzt über das gesprochen, wie es in Leipzig läuft. Hast du vielleicht mit Blick aus dem Landtag beziehungsweise von der Landesebene heraus Vergleich zu anderen, insbesondere sächsischen Städten oder Gemeinden? Gibt es so einen Vergleich und wo siehst du konkreten Nachbesserungsbedarf, was die Kommunen mehr leisten müssten? Ja, also dieses Ranking, welche Stadt jetzt hier in Sachsen die beste Klimaschutzstadt ist, die habe ich jetzt tatsächlich nicht so eindeutig. Ich wohne ja auch selber in Leipzig und kann deswegen auch, denke ich, gut nachvollziehen, wie wir hier in Leipzig uns aufgestellt haben. Also mich fasziniert zum Beispiel, dass wir es geschafft haben, aus der Kohlekraft aussteigen zu wollen bei der Wärmeversorgung von Lippendorf. Da gab es ja heftige Debatten auch auf Landesebene am Ende, wo man dann der Stadt Leipzig vorgeworfen hat, den Kohlekompromiss zu sprengen und vorzeitig aus der Kohle auszusteigen, weil im Grunde heißt es ja, wenn man das Geld nicht mehr für die Abwärme dort bezahlt, dass das Kohlekraftwerk bei Lippendorf sich womöglich nicht mehr rechnet. Andere Städte haben aber ähnliche Konzepte, also Chemnitz zum Beispiel steigt jetzt auch eher aus der Kohleverstromung aus, die haben auch noch ein Kohlekraftwerk, das wissen viele gar nicht, weil dort kein Tagebau in der Nähe ist. Auf der anderen Seite, Leipzig hat natürlich jetzt so einen Flughafen an der Backe im Norden, der massiv wächst und im Grunde mit den CO2-Emissionen man schon auch vergleichen kann, zumindest wenn der Flughafen wirklich so ausgebaut wird, wie es jetzt von der Landesebene geplant ist, dann schließen wir zwar im Süden das Kohlekraftwerk und bauen uns halt dieselbe CO2-Ausstoßfabrik wie im Süden mit dem neuen Flughafen. So. Und das kann natürlich nicht sein, wobei ich auch da gut zur Kenntnis nehme, dass die Stadt Leipzig dem Ausbauvorhaben da sehr kritisch gegenübersteht, also die Stellungnahmen der Stadt, da schon auch eindeutig sagen, dass eigentlich ein Ausbau klimamäßig nicht sinnvoll ist. Nur auch hier ist wieder das Land am Zug. Der Flughafen gehört vor allem dem Land. Also es gibt ja auch andere Dinge. Heiko hat ja auch schon den Energy Award genannt, wo Leipzig doch ganz gut abschneidet immer. Oder auch, es gibt viele kluge Ideen und Konzepte, die wir hier in Leipzig oder die ihr im Stadtrat auch entwickelt mit den Bündnispartnerinnen. So ein Divestment-Antrag gab es ja auch noch vor ein paar Jahren, wo man also das städtische Geld abziehen will von klimaunfreundlichen Investitionen. Also wie gesagt, es gibt ganz viele Konzepte. Im Verkehr 365-Euro-Ticket zum Beispiel. Aber die Kommunen können meistens nicht einfach alles umsetzen, weil es einfach mindestens an der finanziellen Lage scheitert. Also wir haben ja gerade in Sachsen das spezielle Problem, dass der Freistaat zwar so unheimlich reich ist wie kaum ein anderes ostdeutsches oder vor allem ostdeutsches Bundesland, wir die wenigsten Schulden haben. Und das liegt aber unter anderem auch daran, dass wir unsere Kommunen am langen Arm verhungern lassen, sage ich mal so. Also der Freistaat sich auch reich spart, weil er eben den Kommunen nicht viel abgibt. Und deswegen haben wir jetzt auch im Land nochmal gefordert, für Klimaschutzmaßnahmen muss es 200 Millionen Euro mehr im Land im Jahr geben, damit die Kommunen auch ihre Klimaschutzkonzepte, die wir dann nämlich gesetzlich vorschreiben wollen, auch umsetzen können. Und für den Verkehr zum Beispiel haben wir auch 100 Millionen Euro mehr gefordert, damit hier in Sachsen auch nicht immer nur am Ende der Kunde die Preissteigerungen zahlen muss, sondern vielleicht auch mal der Staat wieder etwas übernimmt, wenn Kosten im ÖPNV steigen zum Beispiel. Und wir vielleicht auch über Modellprojekte wie 365 Euro oder sogar fahrscheinfreien ÖPNV mal nachdenken können. Auch das braucht Geld. Das kann die Kommune versuchen, alleine umzusetzen. Das 365-Euro-Ticket soll ja jetzt kommen in Leipzig für gewisse Gruppen. Aber im Grunde reicht das ja noch nicht. Ja. Und das liegt aber am Ende daran, dass so eine Stadt wie Leipzig natürlich jetzt keine großen Einkommen hat und eben dann auch Geld vom Land braucht. Und das kommt bisher nicht und das kritisieren wir. Und deswegen haben wir auch dieses Gesetz geschrieben, was eben auch Geld am Ende verlangt für die Kommunen, für Klimaschutz. Der große Komplex Verkehr, zu dem kommen wir dann noch ein bisschen detaillierter. Sehr häufig hört man ja das Argument, Klimaschutz muss man sich auch leisten können. Es ist ja auch durchaus für jeden und jede Einzelnen, wo man was tun kann, aber insbesondere die, die gegebenenfalls nicht finanziell so gut gestellt sind,
Dort heißt es eben, dass sie selten nicht so tief in die Tasche greifen können, weil meist nicht so viel in der Tasche drin ist. Also wenn ich an Bio-Lebensmittel oder fair gehandelte Textilien, energetisch korrekte Haushaltgeräte oder gegebenenfalls auch ein E-Mobil denke, mancher Otto-Normalverdiener möchte sich das oder kann sich das gar nicht leisten. Und Menschen mit geringem Einkommen können es sich häufig auch gar nicht leisten. Wie kann es uns daher gelingen, dass der Klimaschutz nicht als eine finanzielle Last empfunden wird? Die Frage geht an alle drei. Und zuerst würde ich, wer möchte beginnen? Nina. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, beim Klimaschutz darauf zu achten, dass natürlich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlich viel Geld zur Verfügung unterschiedlich beitragen und deswegen auch unterschiedlich sozusagen mit diesen Maßnahmen in Verbindung kommen. Es gibt ja sehr viele Studien, dass sozusagen das Milieu, was tendenziell grün ist, also gar nicht unbedingt grünen Wähler sein muss, aber sozusagen das, was sich als ökologisch betrachtet, ganz große Wohnungen hat, schwere Autos fährt, Langstreckenflüge viel macht und einen viel höheren Fußabdruck hat als Menschen, die ein geringes Einkommen haben oder vielleicht auch Hartz-IV-EmpfängerInnen. Und dass deswegen aus einer finanziellen Not am unteren Ende sozusagen der Einkommensskala gar nicht so viel möglich ist und auch schon gespart werden muss. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Energieberatung, die Menschen mit ALG II bekommen können, wo dann darauf hingewiesen wird, wie man Wasser und Strom einsparen kann, wie man ein stromsparendes Gerät kaufen kann etc. Also sagen, es gibt da durchaus Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, weil diese Frage ganz oft so gestellt wird, dass es nicht eine Frage ist, hey, wie können wir alle dazu beitragen, ohne ungerecht zu werden, sondern es ist ganz oft eine Frage, wo es darum geht, darauf hinzuweisen, dass man nicht verlangen kann, dass Menschen ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren, weil das zulasten der Armen gehen würde. Und ich denke, wir müssen da einfach drauf gucken, wer kann da wie was beitragen. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn wir sagen, diese Dinge verteuern sich, müssen wir aufpassen, dass es eben nicht nur zulasten derer geht, die es leisten können. Deswegen sagt die Linke ja auch, eine Klimapolitik kann nicht nur eine Klimapolitik sein, sondern natürlich sind wir für die Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen, für die Erhöhung von Mindestlohn, für eine Vermögensabgabe, für höhere Erbschaftssteuern etc., um all das zu finanzieren. Darauf hat Marco ja auch gerade schon hingewiesen. Und was ich aber auch ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass die Frage, wie unsere Wirtschaftsthemen aussehen soll, also wie, welche Rolle spielt überhaupt Konsum in unserer Gesellschaft, natürlich eine ist, die sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Also das neueste Smartphone würden ja alle gern haben. Ist jetzt nicht so, wenn man sich die nicht leisten kann, dass man sie deswegen nicht will. Und ich glaube, deswegen geht es auch schon stark um die Frage, was ist eigentlich, sagen wir mal, cool und normal? Und da, glaube ich, kommen wir ganz leicht wieder zu der Frage, was ist eigentlich ein normaler Lebensstandard? Was sollten wir uns irgendwie leisten können? Und was gibt es auch für Möglichkeiten, sich nicht nur ständig was Neues kaufen zu müssen, sondern das auch gesellschaftlich sozusagen so zu teilen, dass es allen zur Verfügung steht. Da will ich die Frage noch ein bisschen erweitern, Heiko, an dich. Was oder welche Möglichkeiten hat dann gegebenenfalls Kommune, gerade die Familien vielleicht, denen es finanziell nicht so gut geht, zu unterstützen? Wir hatten das ja auch im Stadtrat, wo es insbesondere um biologisch wertvolle Lebensmittel, Essensversorgung in den Kitas und Schulen geht, kommunale Möglichkeiten der Unterstützung. Wir unterstützen ja insofern, wenn ich an den Leipzig-Pass erinnern darf oder eben die Leipzig-Pass-Mobilcard. Also ich glaube, wenn man an dieser Stelle vor allen Dingen den Mobilitätsumstieg so finanziert, auch vielleicht zukünftig noch stärker bezuschusst, dann ist das schon auch eine erhebliche Entlastung. Wir haben ja auch eine Diskussion im Stadtrat, wie gut ist quasi die Qualität unserer Kita- und Schulspeisung. Es gab die Diskussion zum kostenfreien Essen. Und auch da kann man natürlich, damit man auch überhaupt gar keine Gefälle-Diskussion hat oder aber auch eine Qualitätsdiskussion, entsprechend auch aus der kommunalen Ebene heraus Angebote schaffen, dass eben jedes Kind die Chance hat, gut verpflegt zu werden in der Woche. Und auch da, glaube ich, gibt es eine Entlastung für Eltern, wo einfach das Portemonnaie sehr knapp ist. Und das Dritte, wo ich einfach auch glaube, wo man entlasten kann, ist, indem man die wiederum, und das hat Nina gerade gesagt, die belastet, die eigentlich für den CO2-Ausstoß in unserem Land verantwortlich sind. Und die Reichen, wenn ich das mal so plakativ sagen darf, verursachen 80% des CO2-Ausstoßes aufgrund ihres Konsumverhaltens.
Und insofern geht es schlichtweg um eine gerechte Gesellschaft und die Einnahmen, die dort generiert werden, denjenigen wieder zur Verfügung zu stellen, die einfach auf eine starke Gesellschaft, auf eine starke Gemeinschaft angewiesen sind. Und das ist nicht mit 50 Euro im Monat zu haben. Damit kriege ich das nämlich nicht gelöst. Das ist nicht, auch nicht klimagerecht. Ich will, Marco, zum einen dich fragen, wir hatten ja über das linke Klimaschutzgesetz in Sachsen gesprochen, wie da konkrete Ansätze geregelt sind, um diese sozialen Ungleichheiten auszutarieren. Und zweitens würde ich, glaube, die Frage ist bei dir ganz gut aufgehoben, die erste Frage aus dem Chat an dich richten. Produktion ist ja das eine, aber wie sieht es denn mit den Reparaturen aus? Muss denn unbedingt alles gleich entsorgt werden? Ja, ich fange gleich mal mit dem letzten an, mit der Frage aus dem Publikum. Also ich glaube, da hat die DDR ein ganz gutes vorgelegt. Da waren ja die meisten Produkte, halten ja einige heute noch, ja, obwohl man vergleichbare Produkte schon in der heutigen Zeit nach 3, 4, 5 Jahren wegschmeißen kann, weil sie scheinbar Sollbruchstellen haben, um dann eben was Neues zu kaufen. Also natürlich muss sich da die Industrie ganz massiv ändern und wandeln. Und wir haben ja, glaube ich, auf Bundesebene, also ihr so auf Bundestagsfraktionsebene, hattet auch mal einen Gesetzesvorschlag, wo die Industrie wirklich gezwungen wird, solche Sollbruchstellen nicht mehr zu verbauen oder dass eben verboten wird, dass Dinge kaputt gehen. Auf der anderen Seite, man kann natürlich auch direkt helfen als Land. Thüringen hat es erst vorgemacht, dass man zum Beispiel im Jahr als Bürger vom Land Thüringen, das wollen wir jetzt für Sachsen auch beantragen, 100 Euro Reparaturprämie bekommt. Das heißt, wenn man also ein kaputtes Radio hat und das reparieren will und deswegen eine Reparaturkostenrechnung von, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro hat, kriegt man das vom Land mit subventioniert und überwiesen. Und in Thüringen funktioniert das ganz gut und ich finde, wir können auch sowas in Sachsen mit fordern und umsetzen, weil das sind nicht die Summen, die für so einen Landeshaushalt relevant sind. Das sind 100.000 Euro, 150.000 Euro, die da eingeplant sind in Thüringen. Ich glaube, das kann sich das noch reichere Bundesland Sachsen auf jeden Fall leisten. Und zum Klimaschutzgesetz, was da der soziale Ausgleich ist, da unterscheiden wir uns tatsächlich von den meisten anderen Klimaschutzgesetzen der anderen Bundesländer oder auch von der Bundesebene. In Paragraph 1 gibt es nämlich bestimmte Handlungsgrundsätze und einer dieser Handlungsgrundsätze ist zum Beispiel der Soziallastenausgleich und dass Armut im Land nicht vermehrt werden darf. Das heißt, die ganzen Maßnahmen oder Forderungen und Ziele, die das Klimaschutzgesetz vorsieht, CO2-Reduktion im Jahr X bis zum Prozentpunkt Y, das sind ja bloß die Ziele, die im Gesetz stehen. Am Ende müssen dann Programme dahinter aufgebaut werden, die dafür sorgen. Und in Paragraph 1 des Gesetzes heißt es eben, diese Programme dürfen nicht dafür sorgen, dass Armut im Land verstärkt wird. Konkretes Beispiel, wenn zum Beispiel gerade auf Bundesebene über diesen Benzinpreis gesprochen wird, hatten wir ja auch gerade vor 2, 3 Wochen, wo die Grünen so in die Bredouille gekommen sind, obwohl die Koalition das schon umgesetzt hatte, also die paar Cent-Erhöhung beim Benzinpreis, dann kann das eine Maßnahme sein, wie man Lenkungswirkung versucht, also Menschen versucht, vom Autoverkehr wegzunehmen. Finde ich aber nicht richtig, weil ich finde, man sollte das erst tun, wenn die Alternativen da sind. Also wenn ich im ländlichen Raum wirklich auf ÖPNV zugreifen kann und wenn ja auch zum Beispiel dort dann die Fahrpreise gesenkt werden. Aber ich kann damit leben, wenn irgendwie Benzinpreise erhöht werden, wenn gleichzeitig die Ticketpreise von ÖPNV gesenkt werden. Das ist aber gar nicht der Fall gewesen. Es wurden ja nur einseitig die Benzinpreise erhöht und eben nichts anderes, Besseres dazugegeben. Und das ist ein Problem und das wollen wir per Gesetz auch ausschließen, dass also nur einseitig etwas erhöht wird. Oder auch beim Schulessen haben wir jetzt, da ist es ja so, dass überhaupt noch nicht alle Kinder in der Schule, in der Kindertagesstätte oder in der Schule oder auch in der Uni Mittagessen sich leisten können. Das ist das eine Problem. Und wir haben mit dem Gesetz jetzt geschrieben, dass wir vor allem regionales und biologisch erzeugtes Mittagessen in den sächsischen Kantinen, also Schule bis Uni, anbieten wollen. Und das darf dann aber nicht mehr kosten als das andere oder jetzige Essen. Und da soll es auch einen staatlichen Ausgleich geben, dass also biologisch erzeugte Lebensmittel zumindest von staatlicher Seite nicht teurer sind. Und generell muss ich sagen, finde ich, auf Bundesebene sollte man auch mal die Diskussion führen, warum wir eigentlich als Konsumenten immer die Wahl haben oder uns auswählen müssen, ob ich jetzt Billigfleisch kaufe oder Fleisch, was mit Tierquälerei produziert wurde oder eben biologisches Fleisch. Ich finde, es sollte zum Standard sein, dass wir bestimmte Tierschutzrechte und Naturschutzrechte einhalten und zum Beispiel der Bio-Standard auch Standard wird in unseren Lebensmittelmärkten und nicht zum Beispiel die hohen Subventionen an Bauern, die wir ja in Milliardenhöhe zahlen als Staat,
dann wirklich umlenkt zu den Bauern, die ökologisch wirtschaften und umbauen. Und dann kann es eben auch dazu führen, dass es erst nicht nur mehr Bio-Erzeugnisse gibt, sondern dass sie auch günstiger werden. Und man kann also als Staat ganz viel lenken, wenn man dann nur will. Und das ist eben nicht gewollt bisher. Und das ist das eigentliche Problem. Ich habe in dem Zusammenhang, Nina, an dich noch zu dem Themenkomplex so eine kleine Abschlussfrage. Wie müsste sich denn Konsum ändern, also der Konsum der Bevölkerung, dass er eben ökologisch vertretbarer ist und trotzdem möglichst für viele erschwingbar ist? Ja, ist interessant. Ich musste auch gerade bei Markus' Ausführungen zur Reparatur mit der Reparaturprämie denken, dass es natürlich diese eine Seite gibt, ne? Also wenn es für mich sich eher lohnt, meine 8 Jahre alte Waschmaschine zu verschrotten, anstatt 250 Euro in die Reparatur zu stecken, hilft mir natürlich so eine Reparaturprämie was. Wenn es aber halt in allen technischen Geräten so ist, dass die ständig billiger sind, wenn ich sie neu kaufe, also wenn ich sie reparieren lasse, hilft mir natürlich die 900 Euro auch nicht so viel. Also ich finde es einen guten Ansatz, aber ich glaube, da kommen wir wieder auf dieses Ende. Also wenn in den Produkten viele Ressourcen, also Rohstoffe und auch Arbeitskraft verbaut ist, die unter menschenunwürdigen und umweltschädlichen Bedingungen da reingekommen sind und deswegen auch so günstig sind, werden wir das nicht lösen. Also das heißt, wir müssen auch dahin kommen, wir haben jetzt gerade das Lieferkettengesetz zum Beispiel auf Bundesebene verabschiedet, was jetzt nicht das hält, was versprochen hat, aber es muss grundsätzlich eine faire Entlohnung entlang der Lieferkette geben. Nur dann können wir sicherstellen, dass sagen nicht recycelte Geräte, sondern immer neue, nicht ständig günstiger sind als Reparaturen. Und ich glaube auch, dass es da einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Effekt gibt. Also wenn es, das hat Marco ja auch ausgeführt, wenn es normal ist, etwas zu reparieren, fühle ich mich auch nicht deklassiert, weil ich es jetzt reparieren lassen muss und mein Nachbar kann sich schon wieder das Neue leisten. So, also ich glaube, es geht um eine Frage, wie können wir Strukturen bereitstellen, wo sozusagen ein Erhalten von Dingen eine größere Normalität hat und ich fühle mich nicht hinten dran. Und das andere ist natürlich auch, dass da, wo es uns möglich ist, zu versuchen, bewusster zu konsumieren. Also vielleicht eher 20 Euro für ein T-Shirt auszugeben, das hält dann viermal so lang wie das T-Shirt, was ich mir für 5 Euro gekauft habe. Und vielleicht eher darauf zu achten, wo ist es mir möglich, günstige Lebensmittel, die irgendwie aus der Region kommen oder saisonal sind, zu erstehen. Also vielleicht gehe ich doch eher auf den Markt, als dass ich meine Lebensmittel alle bei Lidl kaufe oder so. Aber natürlich brauche ich für so einen bewussten Konsum ein gewisses Zeitkontingent. Und wenn die Menschen halt viel zu viel arbeiten müssen, um sich überhaupt über Wasser zu halten und ein Leben zu ermöglichen, würde ich diese Last ungern da abladen. Und ich denke, die Beispiele, die Heiko und Marco genannt haben, zum Beispiel mit dem Schulessen in Kantinen oder mit einem besseren Mix an Lebensmitteln, die in öffentlichen Einrichtungen sozusagen verwendet werden. Also wenn zum Beispiel sagt, da ist schon 20% Bio dabei, das ist nicht nur noch 100% konventionell. Oder es gibt die Möglichkeiten für ein veganes oder vegetarisches Essen und so Kantinen. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil es dann nicht den Konsum, also diese Konsumveränderung nur auf die individuelle Person verlagert. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Also es lohnt sich total, wenn wir gesamtgesellschaftlich Lösungen finden und es lohnt sich auch total, mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber wir können halt nicht diese Last individuell auf die Menschen auslagern. Genau, und sagen, ja, wenn ihr alle vegan wärt, wäre es ja kein Problem mehr. Ja, also wir haben halt eine Fleischindustrie, die wir am Laufen halten. Das passt halt nicht zusammen. Vielen Dank auch für die sehr detailreichen Einblicke. Wir hatten ja bereits vorhin zum Thema Verkehr angefangen. Ich würde auch jetzt den Fokus in die Richtung lenken. Wir hatten auf diesem Kanal am Montag eine spannende Diskussion mit dem Vertreter des Ökolöwen, mit dem Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bau und Franziska Rieckewald, wo wir sehr detailliert uns zum Verkehr verständigt haben, insbesondere auch im Zusammenhang, was Kommunalpolitik dort tun kann. Da ging es insbesondere natürlich um ein attraktiver Werden des öffentlichen Personennahverkehrs, aber auch die Konkurrenz zwischen Rad- und Autofahrern. Und am Montag ist ein bisschen der Fußverkehr zu kurz gekommen, aber auch der spielt ja, wenn wir über Verkehr reden, eine Rolle. Ich würde mal locker einsteigen. Wie bewegt ihr euch denn so im städtischen Verkehr vorrangig fort, beziehungsweise habt ihr Lieblingsfortbewegungsmittel? Heiko? In der Stadt häufig das Rad. Um auf die Arbeit zu kommen, nutze ich ganz klassisch die S-Bahn. Nehme das Rad mit. Marco? Um auf die Arbeit nach Dresden zu kommen, fahre ich auch mit dem Rad zum Bahnhof und dann mit dem Zug. Und
ich fahre eigentlich fast alle Wege hier in Leipzig mit dem Rad. Das ist mein Hauptverkehrsmittel. Und Nina, ich stelle die Frage trotzdem, auch wenn ich da die Antwort eigentlich glaube zu kennen. Aber Nina, Lieblingsfortbewegungsmittel? Ich habe so eine fette Limousine und einen Chauffeur. Nein, genau. Ich fahre auch Fahrrad. Das Konzertwerk ist von meinem jetzigen Arbeitsplatz auch wenig weit entfernt. Da fahre ich wirklich sehr kurz. Ich habe es auch das Gefühl, für den Wahlkampf wird das auf jeden Fall mein Fitnessprogramm. Wenn ich den großen Wahlkreis Leipzig-Nordstadt mit dem Fahrrad abfahre, werde ich auf jeden Fall im Sommer nicht zu wenig Bewegung kommen. Persönliches Fitnessprogramm. Da weiß ich, wovon du redest, wenn man gerade jetzt, wenn es so ganz warm ist. Also ich gebe zu, ich fahre leider viel zu wenig Fahrrad. Lieber Straßenbahn und Bus und nach Berlin logischerweise mit der Deutschen Bahn. Ich fahre aber auch ab und an, wenn es weitere Strecken oder was zu transportieren ist, auch gern mal Auto. Die Frage, die jetzt, um es wieder auf die politische Ebene, nicht nur die persönliche Ebene, die ja eine Rolle spielt, zu lenken, welchen Einfluss, Marco, hat denn gegebenenfalls Landespolitik oder auch die Landesregierung auf insbesondere Verkehrspolitik in den Kommunen? Wie sieht es da mit finanziellen Unterstützungsleistungen aus und welche Vorschläge hat denn unsere Fraktion dazu, den Verkehr in Sachsen, also insbesondere den Komplettverkehr, aber auch den ÖPNV ökologischer zu gestalten? Ja, also ich mache jetzt schon seit 7 Jahren im Landtag Mobilitätspolitik und ich muss ganz ehrlich sagen, also Sachsen ist verkehrstechnisch oder verkehrspolitisch so ziemlich am Schlusslicht im Bundesländervergleich, beziehungsweise haben wir einen Verkehrsminister, der im Grunde gar keine Verkehrspolitik machen kann, was zumindest jetzt den ÖPNV betrifft. Also das Einzige, was gerade der Freistaat macht, ist Geld weiterreichen von A nach B. A ist der Bund, der gibt Regionalisierungsmittel, Gelder an die Länder und Sachsen gibt diese Gelder weiter. Aber nicht immer zu 100%, sondern nur um zu 80%, um damit ÖPNV, also die ÖPNV-Zweckverbände zu finanzieren. Und da ist schon der erste Skandal, dass die nicht immer das richtige, das 100%ige Geld bekommen. Das Zweite, was ich kritisiere an Sachsen, ist, dass Sachsen im Grunde kein eigenes Geld in die Hand nimmt, um ÖPNV zu kofinanzieren. Also das machen andere Bundesländer zum Beispiel auch aus dem eigenen Landeshaushalt, zum Beispiel dafür sorgen, dass bestimmte Strecken wieder reaktiviert werden oder ausgebaut werden. Dafür nutzt Sachsen alles immer nur das Bundesgeld, wenn es denn überhaupt dazu kommt. Und das fehlt natürlich dann bei dem Betrieb der bestehenden Linien, also wenn ich kein eigenes Geld in die Hand nehme. Das ist so ein grundsätzliches Problem. Und das Dritte, was mich echt ärgert, ist, wenn ich als Landtagsabgeordneter Fragen habe, eine Anfrage stelle oder Anträge, wie zum Beispiel die Preisentwicklung im ÖPNV ist oder die und die Strecke gerade ausgelastet ist oder ob man da nicht auch was machen kann, wird mir immer geantwortet, dafür sind die Kommunen zuständig. Weil in Sachsen wird der ÖPNV über die kommunalen Zweckverbände organisiert und der Freistaat Sachsen hat im Grunde eigentlich überhaupt nichts zu sagen gesetzmäßig, was jetzt hier Verkehrspolitik angeht. Das meinte ich vorhin mit, wir sind eigentlich völlig unpolitisch, was den Verkehrssektor im Freistaat angeht. Und das wollen wir ändern. In dem Klimaschutzgesetz steht zum Beispiel auch drin, dass ÖPNV keine freiwillige Aufgabe der Kommunen mehr bleiben soll. Das ist nämlich derzeit der Fall. Also es gibt ja, mal abgesehen von Leipzig, wo der ÖPNV eigentlich recht gut ausgebaut ist, ganz viele Regionen in Sachsen, wo kein Bus fährt, wo Menschen völlig abgeschnitten sind von ÖPNV. Und wenn man Bus fährt, dann ist das ein Schulbus, der fährt zweimal am Tag, früh und abend oder nachmittags und das war's. Das ist dann ÖPNV. Und wenn Ferien oder Wochenende sind, gibt's dort nichts. Und das muss sich ändern aus unserer Sicht. Und deswegen haben wir den ÖPNV mit dem Klimaschutzgesetz zur Pflichtaufgabe erkoren. Und ich habe mir da die Beispiele aus der Schweiz angeschaut. Wir waren da auch im Ausschuss in der Schweiz. Und das Bahnsystem dort ist ja fantastisch ausgebaut. Kennen sicher viele diese Beispiele aus der Schweiz. Und da fährt auch auf jedem Berg, wo nur 3 Leute wohnen, im halben Stundentakt ein Bus hoch. Ja, so. Also, und ich finde, wenn sowas in der Schweiz geht, dann muss es auch in Sachsen geben. Und so haben wir festgelegt, dass in jeder Kommune ab 500 Einwohnern und Einwohnerin im 2-Stunden-Takt einen Bus fahren muss, ab 1.000 Einwohnern im Stundentakt und ab 10.000 Einwohnern im Halbstundentakt zu einer S-Bahn-Station zum Beispiel. Sodass also wirklich die Regionen wieder flächenmäßig überhaupt angebunden sind. Und dann überhaupt auch, was die Wahlmöglichkeit geschaffen wird, lasse ich das Auto stehen oder nicht. Dass jetzt Leute mit dem Auto fahren, ist mir völlig klar. Also die müssen sich ja auch bewegen können und irgendwie in die Zentren kommen oder ja auf Arbeit. Insofern muss hier sich dringend grundsätzlich was ändern an der Verkehrspolitik in Sachsen. Ich würde Nina mal, weil wir jetzt gerade über das Auto und in aller Munde waren ja jetzt die Diskussion zu den Benzinpreisen, mal den Blick ein bisschen über den städtischen Rand hinaus wagen, nämlich in den ländlichen Raum, wo man sehr häufig und ich selber habe das die letzten Wochen, als wir auf Tour waren, immer wieder gehört, weil die Diskussion gerade dort angekommen ist, dass sich Menschen insbesondere im ländlichen Raum benachteiligt fühlen, weil sie eben
sozusagen das Auto verteufelt kriegen, beziehungsweise sich gegebenenfalls die Benzinpreiserhöhung dann nicht mehr leisten können. Kann man denn die Benzinpreiserhöhung, die den Anreiz zum Autofahren ja schmälern sollen, das ist ja das, was der Gedanke dahinter ist, sozialverträglich gestalten, beziehungsweise welche Alternativen kann man insbesondere im ländlichen Raum anbieten? Ja, also ich glaube, wir sind vom Grundsatz da wieder bei der gleichen Debatte, die ich vorhin auch gesagt habe. Wir finden halt gerade so Lösungen, die alle im gleichen Maß betreffen. Und das ist natürlich falsche Lösung, wenn die Leute auf dem Land viel mehr vom Auto abhängig sind, als die in der Stadt. Und ich denke, was Marco da gerade genannt hat, es muss der Ausbau im ÖPNV da sein und auch zu Preisen, die man sich leisten kann. Also ich komme ja auch vom Land und nicht in Sachsen, sondern in Bayern. Da fährt der Bus relativ oft, weil es eine touristische Region ist, aber der ist halt total teuer. Also da fahre ich halt dann vom Bahnhof auf den Berg raus, zahle ich nochmal 3,70 Euro einfach. Ja, klar, fahren wir mit einem Auto. Also sagen, das muss auf jeden Fall günstiger werden. Was ich denke, ganz wichtig ist, bei dem Benzinpreis ist es ja schon so, dass die meisten Fahrten und die längeren Fahrten noch immer von eher wohlhabenden Leuten zurückgelegt werden und auch nochmal vermehrt von höheren Altersgruppen und von Männern. Das heißt, die Frage ist schon, wenn wir einen höheren Benzinpreis machen, sind es wirklich die, die sozusagen wenig Auto fahren, die am stärksten unter leiden. Es gibt ja auch total viele Leute, die gar kein Auto haben, denen interessiert der Benzinpreis nicht so stark. Oder ist es nicht auch eine Subventionierung von Gutverdienern, die mit diesem höheren Benzinpreis sehr viel fahren? Und ich finde, da merkt man wieder sozusagen einfach nur eine Steuererhöhung, die alle gleich trifft, hilft halt nichts, wenn man ansonsten sozusagen eine sehr ungleiche Gesellschaft hat. Und das wird ja gerade versucht, mit diesem Energiegeld auszugleichen, dass man wieder eine Rückzahlung bekommt. Das ist prinzipiell gut. Und ich finde, da, wenn es eben einhergeht mit sozusagen Ausbau von ÖPNV in Regionen, wo er nicht da ist, ist man eine gute Maßnahme. Aber da muss man eben auch gucken, dass es dann wieder ankommt und nicht die in der Stadt wieder stärker subventioniert werden. Ich glaube aber in der Stadt selbst, es ist total wichtig zu sagen, dass die Leute halt viel weniger Auto fahren könnten und viel mehr Fahrrad fahren könnten und zu Fuß gehen könnten. Und ich habe auch oft das Gefühl, es wird so ausgespielt gegeneinander. Also wir sagen dann, ja, höhere Benzinpreise wären sinnvoll langfristig, wir müssen damit aber weitere Maßnahmen finden. Dann sagen alle gleich, oh, man will Leuten das Auto wegnehmen. So, nein, wir brauchen Maßnahmen, wie Leute mobil sein können, jenseits des Autos, und lass uns gemeinsam darüber nachdenken, was da in welcher Region die richtigen Schritte sind und nicht gleich die einen verteufeln und die anderen für immer gutheißen. Ich will mal, Heiko, den Blick auf die Stadt Leipzig wieder wenden. Was tut denn Leipzig aktiv, um die Verkehrswende zu betreiben? 365-Euro-Ticket ist schon angesprochen worden. Ich will mal noch das Thema Radweginfrastruktur in den Raum werfen. Also, was macht Leipzig konkret? Ich muss noch einmal einen Satz davor sagen, weil ich gerade in der Corona-Pandemie den Eindruck wahrnehme und bekomme, dass ich so schleichend viele vom öffentlichen Personennahverkehr verabschieden und glauben, dass das Fahrrad jetzt das Allheilmittel ist. Es kostet nichts, die Radwegeinfrastruktur ist da, die Qualitätsdiskussion, ja, die wird zur Kenntnis genommen, aber das ist dann eher was Kritisches, wo man dann mal gucken muss, wie man sich da so ein bisschen durchschüttelt. Und dieser erforderliche Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, die Qualitätsoffensive und die damit verbundene, aber auch preisliche Dimension, dass sich die Menschen das auch leisten können, die kommt so ein bisschen unter die Räder. Und ich finde, das hat nicht nur was mit einer vertanen Chance für eine Mobilitätswende zu tun, sondern das hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Weil der ÖPNV ist nun mal für alle da. Er ist inklusiv, er muss inklusiv sein. Und das ist das Rad nicht. Und diejenigen, die dort jetzt so ein bisschen glauben, sich da rausmogeln zu können, die, finde ich, nehmen das Klimathema an dieser Stelle zum Anlass, wiederum mal mit der Kürzung durch die Gegend zu laufen. Und insofern ist das für Leipzig ganz wichtig, dass wir einen guten, ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr haben. Und jetzt auf die kommunale Ebene guckend, wir mühen uns wirklich sehr, mit der Bundesebene, auch mit der Landesebene, zu einer besseren Ausfinanzierung zu kommen. Weil, was ich am Anfang gesagt habe, es kann sich Leipzig tatsächlich nicht leisten, in Größenordnung, sei es mal in die Infrastruktur, allein zu investieren. Wir brauchen dafür die Förderung, und die muss dann aber auch so ausgestaltet sein, dass wir auch in Investitionen investieren können, die auch klimagerecht sind. Es hilft mir nicht, wenn ich sozusagen den Dieselbus der neuesten Generation nehme. Ja, das ist schon mal ein Fortschritt,
Aber es muss quasi mit der öffentlichen Förderung, die ausgereicht werden muss, gleichzeitig auch die Innovation gefördert werden. Also viele Aufgaben, die das ganze Thema ÖPNV möglicherweise belasten, die aber erforderlich sind, wenn wir das mit dem Klimathema ernst nehmen. Und die 365-Euro-Ticket-Diskussion, die ist ja groß geführt worden. Und ich bin erstmal sehr froh, dass wir als Stadt Leipzig in dieses Ticket eintreten. Ich hätte mir natürlich dort das Ticket für alle gewünscht. Ich hätte mir dafür allerdings auch den rechtlichen Rahmen gewünscht, dass wir sozusagen die Leipzigerinnen und Leipziger auch dafür, ich sage das mal so deutlich, zur Verantwortung ziehen. Der eine Beitrag führt dazu, dass sich alle, und das ist wieder ein Thema der Gerechtigkeit, den ÖPNV in einer hohen Qualität auch leisten können. Das ist uns leider nicht möglich. Deshalb auch der Appell an diejenigen, die das in der Hand haben, sowas zu verändern. Und wir steigen jetzt mit eigenem, mit kommunalem Geld in bestimmte, also in die, ich glaube, bis Sören ergänzt das bitte, ich glaube, bis 27 steigen wir jetzt ein. Und ich glaube, das ist erstmal für diejenigen, also auch für die nachwachsenden Generationen, die wir für den ÖPNV begeistern wollen, ein gutes Signal. Last but not least, ja, wir sind auch ausgezeichnet worden für sehr innovative Straßenbahnen in Leipzig. Bin ich auch sehr froh und stolz darauf, dass wir auch mit einem attraktiven Unternehmen, mit der LVB, dort am Start sind. Aber wir können besser, wir können mehr. Die LVB-Geschäftsführung möchte auch mehr, nur sind uns dort im Finanziellen quasi so ein Stück weit auch Grenzen gesetzt. Und deshalb wieder der Appell, wir brauchen dort eine stärkere finanzielle Unterstützung und Förderung. Das hat Marco jetzt, glaube ich, hat so ein bisschen gezuckt und würde vielleicht dazu noch was ergänzen bzw. reagieren. Ja, gerne. Also bei dem Punkt, wo Heiko das angesprochen hat mit Beiträgen, ich glaube, damit meintest du, dass man zum Beispiel auch über fahrscheinfreie oder entgeltfreie Modellprojekte nachdenken kann und trotzdem muss dieser ÖPNV, also die Fahrer, die Fahrzeuge, die Energie bezahlt werden und woher kommt dann das Geld für den ÖPNV? Und da gibt es eben die Idee, dass zum Beispiel alle einen gewissen Beitrag in der Stadt zahlen. Die Studierenden in Sachsen machen das ja, oder Leipzig zumindest machen das ja zumindest schon, die sich also faktisch alle, und jetzt kommt das böse Wort, zwangsmäßig zusammengeschlossen haben. Und dann muss eben nicht mehr der Einzelne das Ticket bezahlen, sondern die Gemeinschaft aus allen Studierenden über den Semesterbeitrag. Und das führt deswegen zu so günstigen ÖPNV-Preisen, weil eben die Masse an Neukunden dann hinzugekommen ist. Und theoretisch könnte man das auch mit einer ganzen Stadt machen. Also derzeit gab die LVB, das beschätzen 250.000 Fahrgäste so rund regelmäßig. Das heißt, nur die Hälfte der Stadt oder eigentlich weniger als die Hälfte der Stadt sind richtige Kunden. Und ich finde, auch Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich daran beteiligen, den ÖPNV zu finanzieren. Und deswegen kann man zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob nicht jeder Einwohner von Leipzig für ca. 20 Euro zum Beispiel so einen Beitrag bezahlt, um den ÖPNV zu finanzieren. Das ist für die Person, die heute keine ÖPNV fährt, natürlich eine Belastung, weil auf einmal müssen sie zahlen für etwas, was sie gar nicht nutzen. Aber für alle anderen eine massive Reduzierung der Kosten von jetzt 70 Euro für die Monatskarte auf dann 20 Euro. Und genau dafür kämpfen wir auch auf Landesebene, dass den Kommunen, zumindest die, die das wollen, auch ermöglicht wird. Weil das ist derzeit verboten in Deutschland, dass eine Kommune so eine Steuer einführt. Und das ist das Problem. Das war genau, als wir im Stadtrat die verschiedenen Modellvarianten zum 365-Euro-Ticket diskutiert hatten, war das eine davon und da wurde uns gesagt, es dürft ihr als Kommune gar nicht. Ich will auch mit Blick auf die Uhr noch einen weiteren Themenkomplex gern mit euch besprechen, nämlich die Auswirkungen des Klimawandels und habe an jeden von euch noch sozusagen eine Vorabschlussfrage, ehe wir dann zur Schlusskurve kommen, würde mit Heiko beginnen. Heiko, zwei Hitzesommer und etliche Starkregenereignisse, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, 14 Tage, das letzte, hat in den vergangenen Jahren auch in der Stadt Leipzig zugenommen und hat dieser auch stellenweise sehr zugesetzt. Wie bereitet sich die Stadt auf ein sich veränderndes Klima vor? Was kann und muss insbesondere vielleicht auch städtebaulich getan werden? Stichwort, was ja auch in deinen Bereich fällt, baumstarke Stadt, mehr Bäume, weniger Häuser, weniger versiegelte Flächen. Geht es überhaupt in einer stark wachsenden Stadt, insbesondere wo wir doch einen großen Bedarf an Wohnraum haben? Ja, also wir arbeiten intensiv zum Beispiel an einer Wasserkonzeption für die Gesamtstadt. Da spielt natürlich die Aufnahme von Starkregenereignissen eine große Rolle. Wir stellen das alle fest, Hitzesommer und gleichzeitig ein kurzes Ereignis, was zu Überschwemmungen führt.
wie fängt man das auf in einer verdichteten, in einer bebauten, in einer dafür nicht hergestellten Großstadt. Da spielt natürlich auch hinein die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der Gewässer erster und zweiter Ordnung so, dass sie, sag ich mal, als Ort auch für Klimawandel, Klimaanpassung, Biodiversität, Artenschutz entsprechend aufgestellt sind und in diesem Komplex der Aufnahme von Wasser auch gegebenenfalls als Retentionsraum, als Rückhalteraum zur Verfügung stehen. Wasser nicht quasi einfach nur abgeleitet wird, sondern im Ereignisfall entsprechend auch aufgefangen und in schwierigen Hitzesituationen auch wieder abgegeben werden kann. Wir haben ein Bewässerungskonzept auf den Weg gebracht, insbesondere zur Untersetzung des Straßenbaumkonzeptes. Der Klimawandel hat massive Auswirkungen auf den Baumbestand in unserer Stadt, in den Parkanlagen, in den Straßenbäumen, im Straßenraum. Und dort quasi dieses Straßenbaumkonzept, 1000 neue Bäume bei gleichzeitiger Sicherung der Bewässerung und auch der Etablierung von, sag ich mal, bürgerschaftlichen Engagement mit zu gießen, unter dem Stichwort Gieß den Kiez, wird auch in diesem Jahr schon etwas den Leipzigern möglich gemacht. Also ein zweiter Schwerpunkt, die große Lunge Leipzigs insofern zu schützen, dass der Auwald an dieser Stelle durch diese Situation einigermaßen durchkommt. Wir müssen leider feststellen, dass wir da in Größenordnung Abgänge verzeichnen müssen. Das hat massive Auswirkungen, natürlich auch auf eine zukünftige resiliente Forstwirtschaft. Die Leipziger lieben ihre Bäume, sie lieben ihren Auwald, sie begleiten jede Maßnahme von uns kritisch. Also dort auch gute Antworten zu finden, wie sieht die resiliente Forstwirtschaft auch aus. Daran arbeiten wir. Und natürlich an der Fortschreibung unseres Energie- und Klimaschutzprogramms, wo wir ganz massiv Aussagen treffen werden zur Mobilitätswende, zur Energie, also zur kohlenstofffreien Fernwärme oder Wärme- und Energieerzeugung, wo es in die Sanierung geht in den Quartieren. Wie stellen wir insbesondere Bebauungspläne in neuen Quartieren auf, die zu klimaneutralen Stadtquartieren führen, Stichwort Eutritscher Freiladebahnhof oder Hauptbahnhof Westseite. Und wie geht's mit dem Konsum weiter? Wie erzeugen wir vor allen Dingen auch regionale Wertschöpfungsketten, Verarbeitungsketten von vor allen Dingen auch landwirtschaftlichen Produkten in unserer Region und gleichzeitig in einem Vermarktungsangebot in Leipzig bis hin zu der Qualität von Kita- und Schulessen, Mensen, etc. Also viele, viele Themen, die wir versuchen anzupacken. Letzter Satz. Dafür gibt es seit neuestem ein Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz in der Stadt Leipzig mit zusätzlichen neuen Stellen, die nur Klimaschutz machen sollen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir an dieser Stelle unserem eigenen Anspruch auch gerecht werden. Danke, Heiko. Im Kommentar ist jetzt auch als Beispiel, wo das ähnlich beobachtet wurde, was den Baumbestand betrifft, der Robert-Koch-Park da im Klinikum benannt worden. Das betrifft ja ganz viele Flächen in Leipzig. Ich will mal, Marco, zu dir überleiten mit der Frage, vor welchen Herausforderungen stehen wir denn in Sachsen, was den Klimawandel betrifft? Wir haben schon über Braunkohleausstieg gesprochen, erneuerbare Energien, Landwirtschaft ist ja auch ein klassisches Landesthema. Wo steht Sachsen überhaupt? So, jetzt habe ich meinen Knopf zum Sprechen gefunden. Also beim Thema erneuerbare Energien, 16 Bundesländer sind in Deutschland. Sachsen liegt auf Platz 13, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Jetzt könnte man sagen, ja, puh, Glück gehabt, sind wir doch nicht Letzter. Aber Platz 14, 15 und 16 sind die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin. Und die haben natürlich gar keine Fläche für so viele Einwohner, wie sie da
in den Städten hat. Das heißt, Sachsen ist im Grunde der letzte Platz, was den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland angeht. Und seit 20 Jahren sind die CO2-Emissionen hier nicht gesunken. Also die einzige Senkung in Sachsen gab es zur Wende, als die Industrie zusammengebrochen ist. Und danach hat man eigentlich kaum noch Fortschritte gehabt beim CO2. Sogar im Verkehrsbereich zum Beispiel ist sogar ein Anstieg zu verzeichnen gewesen. Also wir hängen hier massig hinterher und hier ist eben dringender Handlungsbedarf und auch deswegen haben wir das Gesetz geschrieben. Und in dem Gesetz steht auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, zu ihren Klimagesetzen, erstmalig auch etwas zur Klimawandelanpassungsstrategie drin, nämlich dass zum Beispiel die Kommunen und auch das Land eine entsprechende Konzeption erstellen muss, wie die Anpassungsstrategie für die einzelnen Bereiche aussehen kann. Also wir haben ja Starkregenereignisse, hat Heiko gerade angesprochen. Und da ist die Frage, wie komme ich dazu, die Kommunen zum Beispiel auch weiter zu entsiegeln? Also dass also auch das Wasser, der Regen mehr in die natürlichen Untergründe fließen kann. Das ist das eine. Oder auch das Thema Hitzewellen. Also wir werden erleben, dass es nicht mal nur eine Woche warm ist, wie wir das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch kannten aus dem Sommer und dann ist wieder ein bisschen kühler und dann ist wieder mal warm, sondern wir haben ja mittlerweile Hitzewellen erlebt in den letzten Jahren, die sind über 3, 4, 5 Wochen lang, wo es eine drückende, warme, feuchte Hitze in Deutschland gab und das macht Leute krank und das ist ganz massiv für ältere Probleme, aber auch für Kinder. Das heißt, wir müssen auch unser Gesundheitssystem umbauen, damit diese auf diese neuen Phänomene auch klarkommt. Trinkwasserversorgung ist auch so ein Problem, gerade jetzt zum Beispiel in der Lausitz, auch durch den Kohleabbau, gibt es dort massive Probleme oder wird es in der Zukunft auch geben, dass dort überhaupt Trinkwasser bereitgestellt werden kann für die Bevölkerung. Und bald ist, denke ich, wir kennen das alle, wenn ihr mal in die sächsischen Wälder fahrt, wir erleben dort Verluste von 30-40% der Fläche durch Borkenkäfer, Stürme, aber auch eben die Hitze. Und das liegt auch daran, dass wir so monotone, eintönige Wälder teilweise haben. Hier geht es also um die neue Aufforstung von gesunden Mischwäldern. Und all das steht in dem Gesetz drin, dass das ein Ziel sein muss. Und ich denke, da haben wir erstmal auch gut vorgelegt mit den Forderungen der Linken. Und ich hoffe, die Koalition, auch wenn sie das Gesetz ablehnen wird, wird zumindest einiges in ihrem Handlungsprogramm dann übernehmen. Ja. Danke, Marco. Nina, welche Veränderungen und Maßnahmen sind denn aus deiner Sicht unumgänglich, um mit den Folgen, die uns der Klimawandel beschert, umzugehen und ihn gegebenenfalls auch zumindest besser zu verkraften? Hört ihr mich jetzt? Mein Mikro war auch komisch. Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht die Expertin für die Klimafolgenanpassung, sondern eher für das große Denken, was die Probleme dahinter sind. Was ich auf jeden Fall denken muss, ist so die Frage, wie unsere normalen gesellschaftlichen Strukturen mit diesen Veränderungen umgehen werden und ob das nochmal zu einem stärkeren Umdenken auch führt, wie Leute eben bereit sind, was gegen den Klimawandel zu tun. Das ist ja so ein, also sozusagen so ein Wechselspiel auch. Natürlich müssen wir uns an den Klimawandel anpassen, ganz klar, weil er wird kommen. Die Frage ist ja, sagen, wie stark. Aber auch die Hoffnung, dass je stärker der Klimawandel hier ist und es eben zu Hitzewellen kommt, zu Bränden kommt, zu Überflutungen kommt, die Leute auch merken, der ist wirklich hier und auch bereit sind, wieder ins Handeln zu kommen. Und da gab es ja in den letzten Jahren auch, würde ich sagen, einen Umschwung an dessen, wie sich auch in den Nachrichten getraut wird, es zu deuten, also wenn Extremwetterereignisse sind, wie Stürme, Brände, Überflutungen, dass die Medien auch sagen, ja, das kommt vom Klimawandel. Genau, und ich muss dazu sagen, gerade darüber nachdenken, was so im Alltag den Unterschied macht und in Leipzig, du hast es ganz am Anfang genannt, auch Sören, dass es ja irgendwie so eine Frage gibt, wie viel wird eigentlich gebaut, was passiert mit Brachen, ich wohne in Lindenau, da werden gerade extrem viele Brachen zugebaut, das ist aber in der Stadt eigentlich total gut, wenn sie immer wieder Grünflächen hat, die runterkühlen, wir hatten es auch gerade sozusagen, wenn da Starkwetterereignisse sind, also zu schauen, dass wir uns die erhalten. Dann, glaube ich, ist es total sinnvoll, wenn wir jetzt so eine große Gebäudedämmungsinitiative bundesweit haben, darum geht es ja viel, um Emissionen einzusparen, auch darüber nachzudenken, was das heißt hinsichtlich Hitze. Zum Beispiel sind, glaube ich, Wohnungen, die ein Rollo haben, in den nächsten Jahren sehr viel besser dran. Also wenn man guckt, wie im Süden gebaut wird oder gebaut wurde, ist ja viel dran gedacht, zu sagen, wie kann man Sonne abhalten? Und hier ist ja eher so, oh ja, noch mal mehr Sonne reinlassen, weil wir Angst haben, dass es zu kalt wird. Also sagen, solche Maßnahmen miteinander zu verbinden. Und klar, wir hatten es jetzt auch sozusagen, wir steigen alle aufs Fahrrad um, aber das ist natürlich auch, wenn es die Hitze brütend ist, irgendwann nicht mehr möglich. Ich muss da an eine Szene denken, wo ich auf dem Klimacamp Leipziger Land war, vor 2 Jahren. Es war so unglaublich heiß. Und wir sind dann an Zwenkauer See gefahren und der war schon so heiß, dass man sozusagen da im Kap Zwenkau eigentlich nichts gefühlt, es kühlt ab. Und alle Leute sind nur noch Auto gefahren, weil es darin halt natürlich am kühlsten war.
Also zu sagen, auch zu schauen, genau, ÖPNV, wie bleibst du in den Straßenbahnen dann so kühl, dass die attraktiv bleiben, die Leute nicht noch mehr Auto fahren, weil da die Klimaanlage kühl genug ist. Vielen Dank, Nina. Und jetzt auch mit Blick auf die Uhr, haben ein bisschen schon überzogen, würde ich gerne noch folgenden Schlusssatz an jeden von euch richten und ihn bitten, entsprechend zu ergänzen, mit so einem Zwinkersmiley versehen, aber nicht das zu benennen, worauf ihr schon verzichtet habt, nämlich folgenden Satz: Für den Klimaschutz bin ich bereit, persönlich auf ... zu verzichten. Und ich würde mit Marco beginnen. Tja, jetzt ist mir ja verboten zu sagen, ich fliege kaum noch, ich esse kein Fleisch und ich habe kein Auto, weil das ist bei mir der Fall, sondern ich muss jetzt was Neues sagen. Aber eigentlich finde ich nicht, dass wir auf so eine Verzichtsdebatte oder ich jetzt auf so eine Verzichtsdebatte einsteigen will, weil ich glaube nicht unbedingt, es geht nicht unbedingt immer um Verzicht beim Thema Klimawandel und Klimaschutz, sondern eher um die Frage, was wir eigentlich gewinnen, wenn wir das Klima retten. Zum Beispiel, und das wäre jetzt meine Antwort, worauf ich verzichten würde, weniger arbeiten würde ich gerne. Also ist, und damit gewinnen mehr Zeit für jeden. Das kann, warum hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Weil ich glaube, wenn Leute mehr Zeit haben, sie dann auch mehr Möglichkeiten haben, über ihr Verhalten nachzudenken oder über auch die Gesellschaft. Und natürlich geht es aber nur, wenn ich auch das entsprechende Einkommen weiterhin habe. Und deswegen müssen wir auch als Linke, und das macht uns ja als Linke auch aus, viel mehr auch in die Frage kommen, wie man Arbeit besser verteilt und auch Reichtum besser verteilt, damit eben mehr Menschen mehr Zeit, aber gleichzeitig nicht so viel zu tun haben müssen und trotzdem ein gutes Einkommen. Und ich denke, das kann man gut verbinden und trägt am Ende auch dazu, trägt dazu bei, dass Klimaschutz von mehr Menschen wahrgenommen werden kann, durch persönliches Engagement zum Beispiel. Ich würde die Frage trotzdem so, auch wenn sie vielleicht weiter streifend ausführlich beantwortet wird, Nina, auch an dich stellen. Für den Klimaschutz bin ich bereit, persönlich auf zu verzichten. Ja, also das, was Marco sagt, das ist bei mir auch schwierig, aber ich verzichte diesen Sommer auf ganz viel Freizeit, um diesen Wahlkampf zu machen und im Wahlkampf deutlich zu machen, dass die Linke auch eine Partei für Klimaschutz ist. Da sage ich, stehe ich natürlich jetzt viel auf den Podien, Leuten nicht viel nach, aber das ist mein Beitrag dieses Jahr. Ich verzichte auf viel Freizeit. Danke, Nina. Und Heiko, last but not least, für den Klimaschutz bin ich bereit, persönlich auf ... zu verzichten. Ich verzichte auch auf Zeit. Ich will das auch erklären. Ich habe mich bewusst wirklich gegen den Dienstwagen mittlerweile entschieden und versuche wirklich jeden Winkel dieses Landes mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. Ich habe ein Aufsichtsratmandat im Harz, mitten in der Pampa. Da fährt man 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück, um da 1 Stunde zu sein. Das ist viel Aufwand, den man dann auch tatsächlich im Rathaus nacharbeiten muss, weil das ist auch nicht sehr produktiv. Aber ich mache das, um einfach auch klar zu machen, wir brauchen einen leistungsfähigeren und besseren ÖPNV, damit genau das für Menschen attraktiviert wird, umzusteigen. Punkt. Vielen Dank. Sehr aufschlussreiche und sehr detaillierte Antworten auch im Laufe des Abends. Ich möchte mich bei euch dreien für die gute Stunde, unterhaltsame und tiefblickende Antworten herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Möchte mich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken. Das Video bleibt ja weiter auf den Plattformen online, sodass, wenn Sie noch Fragen habt, das im Nachgang dann auch gerne tun könnt. Und alle 3 Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer sind natürlich auch weiterhin erreichbar auf den bekannten Wegen und Kanälen. Und dort könnt ihr dann auch mit individuellen Fragen noch nachsteuern. Mir bleibt jetzt noch euch und Ihnen allen einen schönen Abend zu wünschen. Vielleicht nicht mehr ganz so heiß oder es findet sich noch ein schattiges Plätzchen, vielleicht noch ein Glas Wasser oder ein anderes Softgetränk, vielleicht auch was anderes. Also lasst euch schmecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, bleibt schön gesund. Bis demnächst. Dankeschön, schönen Abend.